أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala weitermachen, nachdem wir jetzt die Punkte alle abgehandelt haben, welches die Säulen im Gebet sind. So werden wir heute inshallah ta'ala mit den Pflichten des Gebetes fortfahren. Und wir haben das einige Male gesagt, Alhamdulillah, das ist sehr, sehr wichtig für den Muslim, dass er versteht, was ist eine Säule, was ist eine Pflicht und was ist eine Sunna. Warum muss der Muslim dieses genau erlernen? Wer sagt mir den Grund? Warum muss der Muslim eine Säule von einer Pflicht und eine Pflicht von einer Sunna unterscheiden können? Amr. Der weiß, wenn er einen Fehler gemacht hat, ob sein Gebet gültig ist oder ungültig. Sehr gut. Damit der Muslim weiß, wenn er einen Fehler macht im Gebet, und das kommt bei uns allen vor, dass wir manchmal vergesslich sind, dass wir manchmal einen Fehler begehen im Gebet, dass wir manchmal etwas auslassen oder etwas hinzufügen. Wenn dieses der Fall ist, dann müssen wir genau wissen, ob es sich hier um eine Säule oder um eine Pflicht oder um eine Sunna handelt, damit wir das auch entsprechend korrigieren können. Denn eine Sunna wird nicht korrigiert wie eine Säule. Wenn man eine Sunna auslässt, dann hast du weniger Lohn. Aber du musst das Gebet nicht korrigieren. Und eine Pflicht wird anders korrigiert als eine Säule. Deswegen, liebe Geschwister, erlernen wir dieses, denn wir wissen, das Erste, wonach wir am Tage der Auferstehung von unseren äußerlichen Taten gefragt werden von Allah subhanahu wa ta'ala, ist das Gebet. Und wenn das Gebet gut war, dann waren alle anderen Taten ebenfalls gut. Und wenn das Gebet schlecht war, dann werden auch alle anderen Taten ebenfalls schlecht sein. Das bedeutet, das Gebet ist der Leit, ist der Maßstab für alle anderen Taten. Das Gebet ist der Maßstab für alle anderen Taten. Und umso trauriger sind wir, dass es Muslime gibt, die den ganzen Tag zusammensitzen und über Politik reden, mashallah, um welcher Herrscher noch gerade so Muslim ist und welcher nicht. Und sie vergessen, dass sie überhaupt das Gebet nicht erlernt haben. Allahu a'lam, wie viele Gebete sie falsch gebetet haben, weil sie bis jetzt immer noch nicht unterscheiden können, was eine Säule, eine Pflicht und eine Sunna ist. Und daher werden sie am Tage der Auferstehung vieles zu beantworten haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit dem Nützlichen beschäftigen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dem entfernen, was uns nicht weiterbringt. Und ich kann nur meinen Brüdern und Schwestern anraten, dass sie inshallah ta'ala diese Unterrichte studieren. Im Anhang sind immer Fragen. Da kann man sich kontrollieren, ob man das richtig verstanden hat oder nicht. Und man soll sich mit dem Guten beschäftigen. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat 1 bis 2 Stunden Freizeit am Tag, an denen er nicht weiß, was er in dieser Zeit macht. Und in dieser Zeit machen die meisten von uns Sünden. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Deswegen beschäftigt euch lieber mit dem Guten, setzt euch zusammen hin mit Geschwistern, geht diese Themen durch und beantwortet dann gegenseitig diese Fragen. Das wird uns mehr bringen als das, was die meisten heute in ihren Sitzungen machen. Wajibat al-Salah, die Pflichten des Gebetes. Diese sind nicht so viele und deswegen werden wir das mit einem Unterricht abhandeln, liebe Geschwister. Die Pflichten sind erstmal alle Takbirat. Wenn wir sagen Takbir, das habt ihr jetzt mittlerweile gelernt, weil viele Muslime machen das zu einem Leitbild. Takbir, und dann sagen alle Allahu Akbar. Das haben jetzt mittlerweile alle Muslime gelernt. Alhamdulillah. Das haben sie gelernt und anderes nicht. Auf jeden Fall. Takbir heißt das Sagen von Allahu Akbar. Alle Takbirat sind eine Pflicht. Ist das eine richtige Aussage, Benjamin? Alle Takbirat sind Pflicht? Nein, also mindestens der erste Takbir, Al-Ihram, das ist Pflicht, aber die anderen Takbirat. Ist das so richtig, Abu Khubayb? Alle Takbirat sind Pflicht, außer der eine Takbir Al-Ihram, der ist eine Säule. Richtig.
der Takbiratul Ihram, wie man sein Gebet, deswegen Takbiratul Ihram, das bedeutet der Eröffnungstakbir. Weil wenn man dieses Gebet so angefangen hat, das ist so wie im Ihram-Zustand, jetzt kannst du nicht mehr tun, was du normalerweise tun könntest. Okay? Und dieser, der erste Ausruf von At-Takbir, Takbiratul Ihram, das ist eine Säule, haben wir bereits behandelt. Und alle anderen, die ihm folgen, sind lediglich Pflichten. Sind lediglich Pflichten. Der Beweis dafür, dass diese Pflichten sind, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda thumma yaqul Allahu akbar. Keinem, von keinem das Gebet ist vollständig, bis er das Wudu verrichtet, so wie es gemacht werden sollte. Nicht irgendwie. Nicht irgendwie. Von keinem ist das Gebet vollständig, bis er das Wudu verrichtet, so wie es gemacht werden sollte. Und dann den Takbir sagt, Allahu Akbar. Nachdem, das ist natürlich der erste Takbir, Takbiratul Ihram, das ist eine Säule, dann fährt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fort. Thumma yahmadullah ta'ala wa yuthni alayh wa yaqra ma tayassara min al-Quran. Daraufhin lobpreist man Allah subhanahu wa ta'ala und man lobt ihn subhanahu wa ta'ala und man liest das, was einem vom Koran leicht fällt. Das bedeutet die Sura Al-Fatiha, die ist ja eine Säule, wie wir gelernt haben. Thumma yukabbiru hatta tatma'inna mafasiluh. Dann macht man wiederum den Takbir, bis man so steht, dass alle Knochen am richtigen Platz sind. Okay, natürlich, wir haben das gesagt und das ist ein Fehler, den viele Leute machen. Wenn sie die Gebetsabläufe machen, liebe Geschwister, dann stehen sie nicht gerade, so dass die Knochen gerade sind, sondern manche sind etwas vorgebeugt und manche sind zu weit nach hinten gebeugt. Aber richtig ist, dass die Knochen was sind? Gerade sind. Wir haben das letztes Mal auch im Video vorgezeigt. Dann sagt der Prophet Muhammad sallam weiter, thumma yaqul, dann sagt er, sami'a Allahu liman hamida. Man sagt dann, sami'a Allahu liman hamida. Was heißt das? Sami'a Allahu liman hamida. Das sollte jeder wissen jetzt. Das sagt er jeden Tag fünfmal im Gebet. Ich glaube, Allah hört denjenigen, der ihn lobpreist. Richtig, sehr gut. Allah hört denjenigen, der ihm lobpreist. Hört Allah denjenigen, der ihn nicht lobpreist? Er hört ihn, aber beantwortet er ihm sein Dua? Nein. Ha? سمي الله لمن حمده حتى يستوي قائما بس er gerade steht ثم يكبر ويسجد حتى تطمئن مفاصله. Daraufhin sagt er wieder den Takbir und er geht runter in den Sujud, bis er ruhig ist. Das bedeutet im Sujud, bis er die ruhige Position im Sujud eingenommen hat. ثم يرفع رأسه, dann erhebt er seinen Kopf, حتى يستوي قاعدا, bis er richtig gerade sitzt. ثم يسجد, danach begeht er den Sujud, danach wirft er sich nieder. فإذا لم يفعل ذلك لم تتم صلاته. Wenn er dieses aber nicht tut, sagt der Prophet Muhammad sallam, dann ist sein Gebet nicht vollständig. Und der Prophet Muhammad sallam hat das am Anfang gesagt, keinem sein Gebet ist vollständig, bis er dieses und jenes macht. Und wir haben die Punkte aufgezählt. Zu diesen Punkten gehörte was? Die? Über den ersten Punkt, über den wir gerade reden, die? Takbirat. Das Sagen von Allahu Akbar. Das Sagen von Allahu Akbar. Und Ibn Mas'ud, radiallahu an, er hat auch berichtet, liebe Geschwister, bei At-Tirmidhi, die erste Überlieferung, sie war bei At-Tabarani und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt, sie ist sahih. Und Ibn Mas'ud berichtet bei einer Überlieferung bei Imam Ahmed und At-Tirmidhi, dass er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer Allahu Akbar sagen hörte, wann immer er stand oder saß. Wann immer er stand oder saß. Das ist der erste Punkt, liebe Geschwister, das Sagen von Allahu Akbar. Der zweite Punkt ist Al-Dhikr. Das bedeutet das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Dazu gehört, zu diesem Dhikr, gehört das Sagen von Subhana Rabbi al-A'la, von Subhana Rabbi al-Azim, von Sami'a Allahu liman hamida, von
Rabbi Gfirli, von Rabbana walakal hamd. Diese Dinge sind alle mit eingeschlossen im Dhikr. Nochmal, Subhana Rabbi al-Azim, erstmal im Ruku', dann Subhana Rabbi al-A'la, wenn man im Sujud ist, und Sami Allahu liman hamida, Rabbi Gfirli im Tashahud, und Rabbana walakal hamd, wenn man vom Tashahud hochkommt. Dieses sagt man im Gebet, liebe Geschwister, und das sollte man nicht auslassen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist der Tashahud. Und zwar, welcher Tashahud? Der erste Tashahud. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, überliefert uns bei Imam Ahmad und An-Nasa'i, er sagte, فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَ ثُمَّ تَشَهَّدْ. Wenn ihr nach jeder zweiten Raka'a sitzt, das ist der mittlere Tashahud von einem 4-Raka'a-Gebet, setzen wir uns nach der Hälfte hin, liebe Geschwister. Danach soll man ruhig sitzen, man soll ruhig sitzen und man macht, wie wir das schon gelernt haben, diese bestimmte Sitzart. Man sitzt muftarishan, das bedeutet mit dem Gesäß auf dem linken Fuß. Ja? Und danach, thumma tashahad, dann vollziehe den Tashahud, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wir wissen, liebe Geschwister, es gibt in einem 4-Raka'a-Gebet zweimal Tashahud. Nach der zweiten Raka'a und nach der letzten Raka'a. Und in der letzten Raka'a. Warum können wir sagen, das eine ist eine Säule und das andere ist eine Pflicht? Das hat natürlich mit Beweisen zu tun. Das hat natürlich mit Beweisen zu tun. Wie zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith bei Bukhari und Muslim, er hat einmal vorgebetet für die Muslime, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach der zweiten Raka'a sich nicht hingesetzt im Tashahud, sondern er ist gleich aufgestanden. Er ist gleich aufgestanden. Wir sind alle Menschen. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, dann hat er am Ende des Gebetes, bevor er At-Taslim vollzogen hat, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, bevor er diesen Taslim ausgesprochen hat, hat er was gemacht? Den Sujud al-Sahw. Das bedeutet, er hat das korrigiert durch die Vergesslichkeitsniederwerfung. Frage. Wenn es eine Säule wäre, der erste Tashahud, hätte das gereicht, dass wir nur die Vergesslichkeitsniederwerfung machen, Yusuf? Jamil, nein, und dann? Richtig. Wenn es eine Säule wäre, dann hätte man die gesamte Raka'a wiederholen müssen. Jetzt ein anderes Beispiel. In der vierten Raka'a merkst du, dass du die Sura al-Fatiha in der dritten Raka'a nicht gelesen hast. Was machst du hier? Reicht es, dass du Sujud al-Sahw machst und Khalas? Omar? Nein. Achso, Schafan, Omar, Philistini. Nee, geht auch nicht. Doch, geht. Tfadda. Ich jetzt? Nein. Weil al-Fatiha ist doch eine Säule. Die muss im Gebet vorhanden sein. Man darf sie nicht vergessen. Okay, was hätte ich jetzt in dem Fall gemacht, wenn ich jetzt in der vierten Raka'a wäre und ich habe gemerkt, dass ich in der dritten Raka'a vergessen habe, die Sura Al-Fatiha zu lesen. Omar. Mach die vierte, also wo man gerade in der vierten ist, zur dritten. Sehr gut. Man macht die vierte Raka'a, in der man sich gerade befindet, zur dritten. Weil du musst die gesamte Raka'a nachholen, wenn du eine Säule auslässt. Und hier reicht es nicht zu sagen, ja, das war halt nicht absichtlich. Sowieso, a'udhu billah, wenn das absichtlich wäre. Das wäre katastrophal, wenn du etwas absichtlich im Gebet auslässt. Wir reden immer über den Fall, dass das unabsichtlich ist. Wir wollen gar nicht das Urteil von demjenigen hören, der absichtlich etwas Fundamentales vom Gebet auslässt, liebe Geschwister. Hier hätte es aber nicht gereicht, dass du einfach die Vergesslichkeitsniederwerfung gemacht hättest und dann wäre die Sache vergessen. Nein, du musst die gesamte Raka'a nachholen. Egal, ob du die Sura Al-Fatiha vergisst zu lesen, egal, ob du ein Sujud nicht machst, egal, ob du eine Säule auslässt, du musst die gesamte Raka'a nachholen, auch wenn das nicht absichtlich war. Und das ist der Unterschied. Und das müssen wir lernen, liebe Geschwister, damit wir am Tage der Auferstehung nicht zu denjenigen gehören, zu denen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O mein Diener,
warum hast du nicht gebetet? Dann wird er sagen, oh mein Herr, ich habe gebetet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, du hast gebetet, aber dein Gebet war nicht gültig. Wie dieser Mann, zu dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, geh zurück und? Hatte er ein gültiges Gebet? Ja, aber er hat doch gebetet. Ah, schaut mal. Er hat gebetet und dennoch war sein Gebet nicht. Wollen wir so vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Das ist die Sache. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns nicht zu denen gehören, zu denen gesagt wird am Tage der Auferstehung, ihr habt nicht gebetet, wie zu dem Mann, der schlecht gebetet hat und der Prophet sallam ihm das gesagt hat. Daher müssen wir das richtig lernen. Wenn ihr nach jeder zweiten Raka sitzt, dann sagt das, Tahiyat bedeutet im Tashahud, liebe Geschwister. Der vierte Punkt ist das Zuflucht suchen vor dem Dajjal. Dass wir, bevor wir den Taslim sprechen, dass wir sagen, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masihi al-dajjal. Es gibt zwei Überlieferungen, liebe Geschwister, und diese Überlieferung ist bei Imam Muslim rahmatullah alayh. Diese Überlieferung, wir sollen sie nicht vernachlässigen, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wenn einer von euch den letzten Tashahud beendet hat, sollte er, und dieses sollte haben wir oft genug erklärt, in der deutschen Sprache hört sich das anders an als in der arabischen Sprache. Wenn wir im Arabischen sagen, فَلْيَفْعَلْ, so soll er das tun. Dieses Fa im Arabischen ist was? Eine Befehlsform. Ist eine Befehlsform. Im Deutschen wird das übersetzt, dann sollte man. Aber das sollte man im Deutschen hat nicht den Charakter sprachlich von einer Pflicht. Deswegen muss man das immer richtig erklären, liebe Geschwister. Wenn einer von euch den letzten Tashahud beendet hat, sollte er Zuflucht bei Allah vor vier Dingen nehmen, indem er sagt, Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wa mamat wa min sharri fitnati masih al-dajjal. Das sollten wir immer im Gebet sagen, bevor wir den Taslim machen. Das bedeutet, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, Schutz bei dir vor der Strafe des Höllenfeuers. Und wir wissen aus einer anderen Überlieferung, derjenige, der siebenmal Zuflucht vor dem Höllenfeuer sucht, indem er sagt, Allahumma inni a'udhu bika minan nar, das sagt er siebenmal, dann wird das Feuer am Tage der Auferstehung zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen und sagen, ja Allah, bewahre ihn vor mir, denn er hat bei dir Schutz gesucht vor mir. Wer siebenmal sagt, Allahumma inni a'udhu bika minan nar, 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 Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Das ist nicht mal eine Minute, liebe Geschwister, aber das Ergebnis ist, dass du inshallah ta'ala nicht in diesem Höllenfeuer bestraft wirst. Wer das siebenmal sagt, bi'idhnillah ta'ala, er wird davor auch bewahrt. Vor dem Ende des Gebetes sollten wir dieses Dua sagen, indem Allah subhanahu wa ta'ala uns dann auch vor diesen großen Versuchungen schützt. Und überlegt mal, Jahannam ist eine Versuchung, die Strafe im Grab ist eine Versuchung, das Leben ist eine Versuchung, das Leben selber. Wie ein Sheikh sehr schön gesagt hat, er sagt, ich verstehe nicht, warum die Leute so lange leben wollen. Alhamdulillah, freu dich, wenn du als Muslim stirbst. Morgen ist das vielleicht nicht der Fall. Freu dich, solange du stirbst und du noch ein was bist? Ein Allahu alam, was wir morgen sind. Ihr seht das selber, liebe Geschwister. Gerade in so einem Land, wo man dir versucht zu erklären, dass du ein Irregehender bist und ein Tanzender, wie ein Affe Tanzender in der Diskothek, dass der recht geleitet ist. Und wenn du sowas 50 Mal hörst, dann werden Herzen schwach. Schwache Herzen gibt es viele in der heutigen Zeit, selbst von Brüdern und Schwestern, die ihre Religion praktizieren, weil ihre Herzen so schwach geworden sind, dass sie mittlerweile selber sich aufgegeben haben und auch die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs verloren haben. Und die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs verlieren nur die Irregehenden. Möge Allah uns nicht zu ihnen zählen lassen. Das ist der Dua, den wir ebenfalls sprechen. Und der letzte Punkt
Natürlich, ihr solltet wissen, es gibt über manche Punkte Diskussionen unter den Gelehrten, liebe Geschwister, ob sie Pflichten sind oder nicht. Okay? Wir lernen das jetzt erstmal so, bi'idhnillah samiyal alim. Der fünfte Punkt, die fünfte Pflicht ist die Sutra. Ist die Sutra, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. Wenn einer von euch betet, dann sollte er eine Sutra zwischen sich und den Menschen machen. Wir kommen gleich dazu, was eine Sutra ist. Und wenn jemand diese Sutra durchbrechen will, durchqueren will, das heißt vor dir und deiner Sutra durchlaufen möchte, so soll man ihn verliertfahu, hier bedeutet, so soll man ihn auf die Brust schlagen. So soll man ihn auf die Brust schlagen im Sinne von schubsen. Wenn er weitermacht, diese Person, das bedeutet, er hört nicht danach auf, dann soll man ihn bekämpfen, denn wahrlich, er ist der Shaitan. A'udhu billah. Denn wahrlich, er ist der Shaitan. In einer anderen Überlieferung, er ist der Geselle vom Shaitan. Aber hier, in dieser Überlieferung, wir mögen die guten Überlieferungen, hier ist der Shaitan selber. Hier ist er Shaitan selber. Das bedeutet, wollen wir das erklären, inshallah ta'ala, du hast vor dir im Gebet eine Sutra, zum Beispiel Diva. Du betest hier, und der Abstand zwischen dir und der Sutra sollte wie lang sein? Drei Ellen. Das ist eine Elle. Drei Ellen davon sollte der Abstand sein. Natürlich, wenn du Sujud machst, wenn du in die Niederwerfung gehst, nicht, dass du der Wand eine Kopfnuss gibst. Es sollte schon Platz sein. Manche, ich weiß nicht, wie sie beten, der betet so, yani, habt ihr es mal gesehen? Der betet so dicht an der Sutra, dann im Gebet krümmt er sich und klar, wie eine Schnecke, wie die sich zusammenzieht. Warum alles? Stört das Khushu oder nicht? Drei Ellen, ja, dann hast du Platz. Wie viel sind drei Ellen? Das ist ungefähr, du stehst da, an dieser Markierung. Okay? Das sind drei Ellen. Hat man hier locker Platz? Alhamdulillah, da brauchst du dich auch nicht zusammenzukrümmen und sportliche Aktivitäten auszuüben, für die man sowieso nicht mehr gedacht ist. Deswegen diese drei Ellen, das sollte der Abstand sein, liebe Geschwister. Und eine Sutra bedeutet ein Gegenstand. Du stellst einen Gegenstand vor dir. Es ist egal, ob das eine Wand ist. Es ist egal, ob das ein Stuhl ist. Es ist egal sogar, wenn das eine Person ist. Wenn das auch eine Person ist, aber die Person sollte nicht die ganze Zeit so machen, ja? Weil du willst dich ja auf das Gebet konzentrieren. Sondern auch eine Person kann deine Sutra sein. Hauptsächlich, liebe Geschwister, die Sutra sollte ein bis zwei Handspannen groß sein. Das ist eine Handspanne, ein bis zwei Handspannen groß sein. Und die Sutra sollte von niemanden durchquert werden. Du solltest niemanden durchlassen, dass er diese Sutra überquert. Wir haben vorhin eine Überlieferung gelesen, bedeutet, man soll die Person bekämpfen, der durch die Sutra durchführt. Wir haben das erklärt, liebe Geschwister, es gibt hier sehr viele Aussagen der Gelehrten, was das Bekämpfen bedeutet. Aber es gibt eine authentische Überlieferung bei Al-Bukhari, dass man jemanden schon etwas doller auf die Brust schlägt. Frage, ist das für unsere Zeit? Ist das für unsere Zeit? In der Zeit, in der wir leben? Die Leute kennen diese Sunna nicht? Die Leute kennen diese Ibadah nicht? Yani, okay, wir haben gelernt, wenn einer durch die Sutra will, dann streckst du die Hand aus. Das signalisiert ihm, dass er nicht durch darf. Die meisten verstehen das. Aber alle? Einer denkt, du willst dich über ihn lustig machen. Als ob du im Gebet nichts anderes zu tun hättest, als dich über eine andere Person lustig zu machen. Subhanallah al-Azim. Was macht der? Der wird sauer. Einer hat mir gesagt, er hat einmal die Hand ausgestreckt und einer ist extra absichtlich durchgegangen. Das heißt, er hat nicht nur sein Gebet gestört. Weiterhin hat er es riskiert, dass die Person sich mit ihm anlegt. Schaut mal, Subhanallah al-Azim. Und das alles im Hause Allahs. Ich rede von Juhal,
Leute, bei denen Hopfen und Malz, wie der Deutsche sagt, verloren ist. Ja, selbst mit Malzbier kriegst du nichts mehr hin. Hopfen und Malz sind bei dieser Person verloren. Was willst du, wie willst du mit einem Jahil umgehen? Sag mir bitte, wie willst du mit einem Jahil umgehen? Deswegen, man streckt die Hand aus. Wenn er dennoch durch will, lass ihn. Hier, er ist was? Er ist was in dem Fall? Diese Person, der durchgegangen ist, wie der Prophet sallam gesagt hat, er ist Shaitan. Möge Allah uns bewahren. Aber man soll hier keinen größeren Ärger machen. In der Zeit der Sahaba sah die Sache anders aus. Da hat schon mal einen auf die Brust gegeben. Na? Das bedeutet, man soll hier genau aufpassen, liebe Geschwister, man soll barmherzig sein. Man darf nicht jemanden durch die Sutra durchlassen. Auch wenn es ein Kind oder ein Tier ist, außer wenn man hinter einem Imam betet. Denn wenn man hinter einem Imam betet, ist wer die Sutra? Das ist der Imam. Und das ist ein Konsens unter den Gelehrten von Ahl-Sunnah wal-Jama'a, von den Befolgern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Imam, wenn du hinter ihm betest, er ist die Sutra. Er ist die Sutra. Beweis dafür ist der Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhu. Er sagte, als ich das Pubertätsalter erreicht habe, dann habe ich einmal mich zum Gebet begeben und ich bin durch die Reihen gelaufen und niemand hat mich dafür kritisiert. Das bedeutet, dass dieses kein Problem ist. Durch die Reihen kannst du laufen, aber nicht vor dem Imam, denn der Imam hat dort auch seine Sutra und du darfst nicht da durchlaufen. Nochmal, liebe Geschwister, wenn man betet und eine Sutra vor sich hat, man soll niemanden durchlassen. Sei es auch ein kleines Kind oder ein Tier, man soll es nicht durchlassen. Wenn du merkst, da kommt ein kleines Kind, dann geh einen Schritt nach vorne, so dass das Kind hinter dir läuft. Wo? Hinter dir. Weil hinter dir ist was anderes als vor dir. Natürlich, die Gelehrten haben darüber gesprochen, warum man diese Sutra überhaupt macht, was die Hikma dahinter ist. Und ihr könnt euch alle vorstellen, was ist die Weisheit bei so einer Sutra, dass man so eine Sutra hat, Yusuf? Das sowieso. Deswegen betest du ja. Aber speziell, warum diese Sutra, dass keiner durchläuft? Warum? Ich denke, dass man sich nicht gestört wird. Richtig. Dass man nicht gestört wird. Dass der Khushu' nicht gestört wird. Und das ist klar, dass das gestört wird. Stellt euch vor, ja, die ganze Zeit so, geht so vor dir hin und her. Und du bist ja verpflichtet, dass du Khushu' im Gebet hast. Du bist verpflichtet, dass du Khushu' im Gebet hast. Wenn du zum Beispiel vor einer Sutra stehst, und diese Sutra geht weg, zum Beispiel eine Person. Du stehst hinter einer Person, die deine Sutra ist, dann geht diese Person weg. Dann darfst du ein paar ausgewählte Schritte machen zu einer nächstgelegenen Sutra. Die soll aber wirklich in der Nähe sein. Nicht, dass du im Gebet 100 Meter nach vorne läufst. Ja? Nicht, dass du im Gebet 100 Meter nach vorne läufst, sondern du suchst dir wirklich die nächste Möglichkeit, wo eine Sutra für dich hier sein kann. Wenn du eine Sutra hast und es läuft eine Frau durch, mit Frau meinen wir eine, die in welchem Alter ist? Im Menstruationsalter. Oder es läuft ein Hund durch. Welcher Hund? Ein schwarzer Hund. Oder ein Esel durch diese Sutra. Dann ist das Gebet ungültig. Du betest und dann kommt entweder eine geschlechtsreife Frau oder ein schwarzer Hund oder ein Esel durch deine Sutra, so ist dein Gebet ungültig, liebe Brüder und liebe Schwestern. Passiert das? Natürlich passiert das. Wir haben einmal am Bauernhof gebetet, da waren wir schlachten an dem Tag. Hast du dabei? Subhanallah, auf einmal, ich bete so, weil ich war vorne, der Imam, und dann kam die Frau, wuff, auf einmal durch die Sutra. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil die wollte zu ihrem Haus und wir haben genau vor dem Gartenzaun gebetet. Ja, und auf einmal war sie durch und Alhamdulillah, dann durfte ich als Einziger das Gebet nochmal wiederholen. Wenn eine Frau durchläuft, dann ist das Gebet ungültig. Aber passt auf, liebe Geschwister, in Masjid al-Haram gibt es eine Ausnahme, weil der Umstand anders ist. Und gerade in der Zeit vom Hajj, ihr könnt euch vorstellen, da sind ja Millionen.
Ja, da gibt es Leute, also ihr werdet das sehen, inshallah, möge Allah Azza wa Jalla uns immer die Hajj ermöglichen. Wenn du dort bist in Masjid al-Haram, da gibt es Leute, die achten nur auf die Farben. Man zieht sie alle gleich an, damit sie sich nicht einander verlieren. Weil die sind verloren danach, wenn sie sich einander verlieren. Die können kein Arabisch und da sind Millionen von Menschen. Und manche können nicht mal lesen und schreiben, könnt ihr euch vorstellen. So, da gibt es dann Frauen, ich will jetzt kein bestimmtes Land nennen, wir haben sie D-Zug genannt. Die gehen alle durcheinander, hintereinander abfahren, egal was passiert, egal. Und die hauen dich auch um. Ja, das sind Leute, die haben ein klares Ziel, ich möchte meine Gruppe nicht verlieren. Weil wenn ich sie verliere, dann bin ich verloren. In einem Land, wo ich kein Arabisch spreche und in einem Land, wo ich gar nicht weiß, wie ich mich zurechtfinde. Deswegen hier haben die Gelehrten eine Ausnahme gemacht. Na, es gibt einige Gelehrte, die gesagt haben, das ist eine Ausnahmesituation. Deswegen, wenn hier auch eine Frau durchläuft, so ist dein Gebet nicht ungültig. Wallahu ta'ala ala wa'an. Wir haben gesagt, wenn eine Frau durchläuft durch die Sutra, ist dein Gebet ungültig. Aber wir wissen doch, in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, rahmatullah alayh, da hat der Prophet Muhammad sallam einmal gebetet und hatte wen als Sutra? Aisha radiallahu anha. Wie bringen wir die beiden Hadithe zusammen? Tafaddal, ja, Sheikh Yusuf. Aywa. Yusuf, der jetzt schon Freude auf das Heiraten hat, er sagt, das ist doch seine Ehefrau, dann darf sie durch die Sutra laufen. Ja, das heißt, weil sie seine Ehefrau ist, darf sie ihn stören. Ich dachte, als Sutra sie selbst. Okay, na? Allahu an, vielleicht weil Aisha radiallahu anha, sie war ja seine Sutra. Und okay, aber wir haben doch gesagt, wenn eine Frau durch die Sutra läuft, dann ist das Gebet ungültig. Ich kann nur daraus ziehen, dass es vielleicht eine fremde Frau ist, die mit der Person nichts zu tun hat, also die sowieso nicht kommt. Weil der Prophet hat gesagt, wenn eine Frau oder ein schwarzer Hund oder ein Esel, also? Also sie ist nicht fremd, das war bei ihr passt. Sehr gut. Bilal hat mal wieder die Ehre des Kurses gerettet. Sie ist nicht gelaufen, sondern sie saß. Es gibt einen Unterschied, ob jemand durch die Sutra läuft oder er sitzt. Das ist der Unterschied. Sitzen, kein Problem. Aber durchlaufen, großes Problem. Liebe Geschwister, denn das Gebet ist hier ungültig. Manche sagen, wenn man jemanden durch die Sutra durchlässt, dann geht die Hälfte des Lohnes vom Gebet weg. Manche sagen, wenn jemand durch die Sutra durchläuft, dann hast du nur noch die Hälfte des Gebetes. Es gibt so eine Aussage nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt lediglich eine Aussage von Ibn Mas'ud radiallahu an diesbezüglich. Aber in dieser Überliefererkette zu Ibn Mas'ud ist eine unbekannte Person. Deswegen kann man das nicht bestätigen, liebe Geschwister. In jedem Fall, auch wenn eine Person zum Beispiel seine Sutra verliert oder sie rennt weg oder irgendwas passiert mit der Sutra, das Gebet ist gültig. Ibn Hajar al-Haythami rahimullah ta'ala sagt, die Gelehrten stimmen darin überein und wir kennen keine unterschiedliche Meinung darüber, dass wenn man ohne Sutra betet, dass das Gebet ungültig ist. Okay, das heißt, von jedem das Gebet ist gültig und die meisten Gelehrten tatsächlich sagen, dass die Sutra lediglich eine Sunna ist. Eine Sunna ist, sagen die meisten Fuqaha, weil es eine Überlieferung gibt von Fadl ibn Abbas, radiallahu an, dass er sagte, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, dass er sagte, er sah einmal den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten und vor ihm war nichts. Das heißt, es gab keine Sutra. Vor ihm befand sich nichts vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen haben die meisten Gelehrten gesagt, bezugnehmend auf diese Überlieferung, dass dieses eine Sutra ist. Aber die Beweise sind stark. Wallahu alam, dass es eine Pflicht ist, liebe Geschwister. Denn wir wissen, als ein Schaf durch wollte beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann hat er was getan? Er ist so weit nach vorne gelaufen. Und warum
sollen wir unser Gebet so dermaßen einschränken, wenn dieses nur eine Sunna ist. Wenn dieses nur eine Sunna ist. Deswegen, wir nehmen die Sutra, und wenn auch irgendetwas mit deiner Sutra passiert, so sollst du wissen, dein Gebet ist trotzdem gültig. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilik. Teil, liebe Geschwister, wenn ihr jetzt Fragen habt, inshallah ta'ala, dann machen wir das schnell, weil ich gleich los muss. Nein, ich muss vorher los, inshallah. Fadda. Das heißt, wenn laut dem Hadith, dass entweder die Frau, der schwarze Hund oder der Esel durchläuft, dann muss ich das Gebet wiederholen. Richtig. Man muss das Gebet wiederholen, weil es ungültig geworden ist, wenn eine Frau, bedeutet eine menstruierende Frau, jetzt nicht ein fünfjähriges Mädchen, eine menstruierende Frau, die das Menstruationsalter erreicht hat, die Geschlechtsreife erreicht hat, dann ist das Gebet ungültig, wie der Prophet Muhammad gesagt hat. Na, Wallahu ta'ala ala wa. Na. Sollte man die Frau und den Hund und den Esel auch daran hindern, vorbeizulaufen? Ja, natürlich. Auch wenn man jetzt dass man die Frau natürlich. Sollte man auch die Frau daran hindern, dass sie durchläuft? Natürlich. Aber hier aufpassen, denn ich meine, bestimmte Sachen weiß man. Halt. Yani, bei dem Ausstrecken der Hand sollte man aufpassen. Ihr wisst schon, denke ich, was ich meine. Na, Vater. Ein anderes Thema. Nein. Wie ist die Sache zum Beispiel? Das ist ja der Schönste. Zum Schluss kommen und dann noch ein anderes Thema. Na. Wenn man jetzt im Gebet ist, und es gibt manche Jamaat, die beten sehr, sehr schnell. Man schafft es selber zum Beispiel nicht, mehr die Fatiha zu sagen. Und wie wir gelernt haben, ist ja der Imam der Vorbeter, und alles, was der Imam macht, er wird dafür Yom Kippur auch zur Rechenschaft gezogen. Na. Man schafft es jetzt gar nicht mal, die Fatiha jetzt zu rezitieren, aber man hätte es jetzt gemacht. Das heißt, hier bekommt man, ist der Lohn dafür auch gleichbleibend. Das heißt, weil man ja den Imam gefolgt ist in der Ibadah. Wenn du hinter einem Imam betest, der Bruder fragt, was ist, wenn ich es nicht schaffe, hinter dem Imam die Surah Al-Fatiha zu lesen, der Imam trägt die Verantwortung für das gesamte Gebet. Okay? Wenn er so schnell ist, dass er den Leuten keine Zeit gelassen hat, hier kommt es darauf an, hat er genug Zeit gelassen oder hat er nicht genug Zeit gelassen? Und das ist die Sache, natürlich wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Aber du selber musst dem Imam befolgen. Das heißt nicht, dass du sagen kannst, okay, ich mache das erstmal fertig, ist mir egal, wo er dann steht, sondern man folgt dem Imam nach. Den Wecker im Sajud oder im Rukua, wie oft muss man ihn mindestens aussprechen? Na, sehr gute Frage. Wie oft spricht man zum Beispiel im Rukua Subhana Rabbi al-Azim aus? Gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige. Holt einer mal die Frage. Tfadal, ja. Wie oft spricht man das aus? Man sagt das mindestens dreimal. Dreimal und mehr. Mehr zu sagen ist beliebt. Okay? Aber mindestens dreimal. Deswegen, wir wundern uns, dass manche Leute ganz kurz Rukua machen oder ganz kurz beim Sujud den Kopf auf den Boden legen, so tippen praktisch, so als ob er dem Boden eine Kopfnuss gibt, und dann kommt er wieder hoch. Der hat das niemals dreimal geschafft. Und wenn er das dreimal nicht geschafft hat, dann subhanallah al-azim, was hat er hier gut gemacht? Ha? Deswegen, wir sagen das mindestens dreimal, und noch mehr zu sagen ist beliebt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Na. Hab ich doch gerade gesagt. Also nochmal auf seine Frage, dieses siebenmal bei Allah subhanahu wa ta'ala Schutz suchen vor dem Nar. Bedingung ist, dass man das kurz vor Taslim sagt, zu jedem Pflichtgebet. Nein, das hatte jetzt nichts mit dem Gebet zu tun. Das hatte jetzt nichts mit dem Gebet zu sagen. Das siebenmalige Sagen von Jahannam, vielleicht wurde ich missverstanden, das siebenmalige Sagen des Zufluchtsuchens vor Jahannam, das hat jetzt nichts mit dem Gebet selber zu tun.
Das habe ich nur nebenbei erwähnt, dass man das macht als Dua. Aber wenn du im Dua bist, jetzt zum Beispiel, du bist im Sujud, dann kannst du das machen, inshallah ta'ala. Na? Aber das heißt jetzt nicht, dass das ein Bestandteil vom Gebet als solches ist. Okay? Na. Okay. Um halt keine Fitna zu machen, sollte ich das mitmachen oder nach dem Imam? Wie ist es, wenn ich in einer Moschee bete und da sehe ich, die meisten Leute schließen mit dem Imam den Taslim ab? Das heißt gleichzeitig. Ist dieses richtig? Das ist nicht richtig, weil wir wurden angehalten, den Imam zu folgen. Und der Prophet ﷺ hat das klar gesagt im Hadith. Wenn der Imam in die Verbeugung geht, dann geht nicht er in die Verbeugung, bis er... Ist klar oder nicht klar? Was meint der Prophet ﷺ, indem er uns das so ausführlich sagt? Was meint er damit, sallallahu alaihi wasallam? Dass wir... Also nachdem er die Tat vollzogen hat, dass wir ihn darin folgen. Richtig. Dass wir ihm folgen. Nachdem er eine Handlung gemacht hat, dann machen wir ihm diese Handlung nach. Und das ist das ganze Gebet durch. Und wenn er jetzt den Taslim macht, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann sagen wir, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Weil es gibt komische Sachen, was manchen Leute folgen. Na? Und wir haben gesagt, manchmal machst du eine Tat, die bestätigt ist, unterstreicht das dreimal, wie die anderen Leute, damit du hier keine Fitna machst. Aber sie sollte was? Bestätigt sein. Okay, haben wir ein Beispiel gegeben. Zum Beispiel, du kommst in eine türkische Moschee und du machst die Iqama. Iqama, die Türken machen viermal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar und so weiter und so fort. Dann machst du das. Weil das bestätigt. Diese Überlieferung ist bestätigt von Qad Qamat Salah. Das ist richtig, kein Problem. Aber hier hast du etwas Bestätigtes. Aber wir machen nicht etwas, was falsch ist oder was keinen Beweis hat. Das ist wieder eine ganz andere Schublade. Wallahu ta'ala ala wa anzah. Na, tfadda. Das Sunna-Gebet noch. Darf man beim Dhuhr-Gebet eine Sunna beten und eine nicht? Darf man beim Dhuhr-Gebet eine Sunna beten und eine nicht? Was meint das? Die erste Sunna ja und die letzte Sunna nein. Ach so, so meint man das. Generell sind ja die Sunna-Gebete nicht Pflicht, liebe Geschwister. Aber die Gelehrten sagen, die Weisheit hinter diesen Sunna-Gebeten ist, dass sie das ausgleichen, was wir an Pflichten vergessen oder vernachlässigt haben. Denn es gibt eine klare Überlieferung am Tage der Auferstehung, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, gibt es freiwillige Gebete von meinem Diener? Und das wann? Wenn seine Pflichttaten nicht vollständig sind. Ha? Wenn seine Pflichttaten nicht vollständig sind von dem Diener, der zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, gibt es freiwillige Gebete, die mein Diener gemacht hat, dann werden diese freiwilligen Gebete mit den Pflichttaten zusammengetan, so dass sie das ausgleichen, was er vergessen oder vernachlässigt hat. Und daher sollten wir diese Sunan-Gebete nicht vernachlässigen. Man selber soll das für sich als Pflicht sehen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Für sich selber soll man das verpflichten. Nicht, dass das Urteil Pflicht ist. Na? Warum ist Musik haram? Tja, warum nicht? Es ist haram, weil die Beweise im Koran und Sunna klar sind diesbezüglich. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, es würden Leute in meiner Umma sein, es wird Leute in meiner Umma geben, in meiner Nation, sie werden die Sinne und den Khamr und die Seide und die Musikinstrumente für erlaubt erklären. Wenn der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, für erlaubt erklären, was ist dann ihr Ursprung? Haram. Für erlaubt erklären. Das bedeutet, wenn sie für erlaubt erklären, dann sind sie ursprünglich haram. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagt in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, und sie ist lückenlos, authentisch, dass am Ende der Zeit des Propheten Muhammad s.a.w., das bedeutet am Ende der Ummah,
am Ende der Zeit von der Umma, werden wieder Menschen, wal'iyadu billah, in etwas verwandelt werden. Zu Affen und anderen Dingen. Wer ist das? Bani Israel? Nein. Leute aus meiner, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Aus meiner Umma. Wer sind diese Leute? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie beschrieben. Das sind Leute, die trinken den Khamr, den Wein, und sie hören Sängerinnen zu und spielen Musikinstrumente. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird mit ihnen die Erde wird sie verschlingen. Das heißt, es wird einen Erdrutsch geben. Und es werden vom Himmel auf sie Steine herabregnen. Ein Steinregen. Und diese Leute werden umgewandelt werden wegen einer Sache, die unbeliebt ist. Musik. Solche Sünden. Diese Sünden, die uns solche Strafen aufzeigen, sind kleine oder große Sünden? Große Sünde. Denn wann auch immer eine Sünde mit etwas verknüpft wird, was eine Strafe nach sich zieht, so sehen die Gelehrten das als eine große Sünde. Und in diesem Fall haben wir das. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ich habe auch eine Audio-Fatwa gemacht. Warum ist Musik haram? Da kann man auf unsere Seite gehen, www.assirat.de. Wenn man der Imam ist und eine Frau läuft durch die Sutra, dann muss der Imam alleine das Gebet wiederholen. Na, richtig. Was ist mit den anderen, die hinter einem beten? Die brauchen das nicht. Ich habe ja gesagt, nur der Imam. Der Imam wiederholt das Gebet, die anderen brauchen das nicht zu wiederholen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wer hat noch alles eine Frage, damit wir das einschränken? 1, 2, 3, 4, 5 und stopp. Nein. Allah sagt ja im Koran al-Karim in Surat al-Ma'idah und streicht über den Kopf. Jetzt bei diesen Streichen über den Kopf ist ja offen, wie oft man das macht. Ist dieses bestätigt worden aus einem Hadith oder haben die Gelehrten? Wie sind die Gelehrten dazu gekommen, dass beispielsweise das Streichen über den Kopf einmal ist? Der Bruder fragt, woher wissen wir? Im Koran steht ja, dass man über den Kopf streichen muss in der Surah Al-Ma'idah, in der Ayah 6. Ihr könnt euch erinnern an die Ayah, die wir schon oft bearbeitet haben. Oh, ihr die glaubt, wenn ihr aufsteht zum Gebet und so weiter und so fort. Und dabei kommt auch ein Teil in der Ayah, dann streicht euch über dem Kopf. Woher wissen wir, wie die Anzahl ist? Aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich einmal über den Kopf gestrichen. Das bedeutet von Stirnansatz bis zum Nackenansatz, ohne den Nacken mit einzuschließen, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das so gemacht, mit beiden Händen bis zum Nackenansatz, das ist Pflicht, und wieder zurück, das ist eine Sunna. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in unterschiedlicher Art und Weise getan. Wir haben Überlieferung bei Abu Dawud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch manchmal zweimal und manchmal dreimal gemacht hat. Aber die authentischsten und meisten Überlieferungen sind, dass er das einmal gemacht hat. Okay? Aber die anderen sind auch authentisch bei Abu Dawud. Ich habe dich nicht dran genommen. Na, Tata. Wenn man jetzt etwas vom Koran liest, sucht man ja bei Allah Zuflucht vor dem Scheitan. Na. Wie ist es jetzt? Man ist im Gebet, Gemeinschaftsgebet, und man hat nicht mehr viel Zeit, weil der Imam halt zu schnell ist. Na. Kann man das auslassen oder soll man das trotzdem? Was ist, wenn ich jetzt hinter einem Imam bete und der Imam ist fertig, aber ich habe jetzt mein Zuflucht suchen noch nicht gemacht, dann mach das schnell und beende das, aber schnell. Okay? Damit du dem Imam nicht zu sehr hinterherhinkst. Nein, ich meine, wir beginnen beide gleichzeitig das Gebet und jetzt er rezitiert aber schnell. Und, ja, wenn ich das jetzt nochmal sage und dann noch die Fatiha, schaffe ich die nicht zu Ende zu machen. Kann ich das dann auslassen? Meinst du das Eröffnungsdua? Nein, nicht das Eröffnungsdua. Eröffnungsdua und dann Zuflucht suchen bei Allah vor dem Shaitan und dann lese ich ja die Fatiha. Ja. Kann ich das Zuflucht suchen auslassen und direkt mit der Fatiha beginnen? Ja, du lässt hier, wenn du weißt, du hast einen Jet-Imam vor dir, wenn du weißt, du betest hinter einem Jet-Imam, dann fang an mit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim und rezitiere die Fatiha direkt. Okay, dann lässt du das Eröffnungsdua weg und das spart dir ein Wort hinter dem Imam. Na, ich wollte fragen, wenn man während des Gebets steht,
und es läuft jemand durch die Sutra, mhm, und man ist zu groß. Diese, diese Person, oder wenn sagen zum Beispiel, es ist ein Tier, mit der Hand abzuwehren, oder ob man sich beugen muss, kann man es mit dem Fuß abwehren und zurückdrängen? Wenn man jetzt zum Beispiel ein kleines Kind will durch die Sutra und man ist groß und das Kind ist klein, wie macht man das hier? Du kannst dich ein bisschen nach vorne beugen. Diese Bewegung, die ist zum Nutzen des Gebetes und daher wird sie nicht betrachtet wie andere Bewegungen. Wir haben gesagt, wenn man viele unnötige Bewegungen im Gebet macht, dann ist das Gebet ungültig. Aber das gilt nicht für Bewegungen, die eine Nutzen. Richtig. Nutzen für das Gebet. Nein. Nutzen für das Gebet haben. Nein. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah rabbil alamin. Liebe Geschwister, heute werden wir das Gebet beenden, nicht ganz, aber die Bestandteile des Gebetes, sprich die Säulen, Pflichten, und heute insha'Allah ta'ala sprechen wir über die Sunan des Gebetes. Sunan as-Salah bedeutet die beliebten Handlungen im Gebet. Die beliebten Handlungen im Gebet. Denn das ist auch eine Sache, wo ein Muslim Wert darauf legt, liebe Geschwister. Denn es gibt Leute, wenn sie hören, das ist eine Sunnah, dann reden sie abfällig darüber, so als ob diese Sache nur von den wenigsten gemacht wird. Das ist richtig, dass sie wirklich von den wenigsten gemacht wird, weil diejenigen, die den Lohn kennen für eine Sunnah-Handlung, indem sie der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, sie wissen auch, dass sie belohnt werden dafür bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt gewaltige Belohnungen, die man bekommt für die Sunnah. Das aber wissen leider nur die wenigsten, und sie lassen viele Sunnan aus im Gebet, obwohl sie sowieso im Gebet stehen und es für sie keine weitere Mühe machen würde, diese Sunnan zu praktizieren, aber sie unterlassen diese Sunnan. Aber der Muslim, er belebt die Sunnan, liebe Geschwister. Und wenn du eine Sunnan machst, die in Vergessenheit geraten ist, und ein anderer macht diese Sunnan nach und wieder ein anderer, so wisse, dass du wieder eine Sunna eingeführt hast. Eingeführt bedeutet hier, wiederbelebt hast. Und aufgrund dieser Wiederbelebung, wo du ein Grund warst, so wirst du belohnt für alle anderen, die dir in dieser Sunna folgen. Und alleine das ist eine schöne Botschaft für diejenigen, die Lohn haben möchten. Es gibt Leute, die möchten Lohn. Und dann gibt es Leute, die möchten die Strafe. Jeder bekommt, was er verdient. Möge Allah Azza wa Jal uns nur nach dem Thron, nur nach dem Lohn, Thron ist nicht für uns, nur nach dem Lohn trachten lassen. Wenn wir über die Sunnan im Gebet reden, dann reden wir über Sunnan, Sunnan Qawliya und Sunnan Fi'liya. Sunnan Qawliya bedeutet die Sunnan, die man mit der Zunge spricht. Und Fi'liya bedeutet, die man mit den Taten vollendet, liebe Geschwister. Und hier sind wir gerade im Kapitel Sunan al-Qawliya, was man sagt. Und wir fangen an mit der ersten beliebten Handlung, die im Gebet stattfindet. Und das ist erstmal Dua al-Istiftah. Dua al-Istiftah, liebe Geschwister. Was bedeutet Dua al-Istiftah? Eröffnungsdua. Das Eröffnungsdua. Damit eröffnet man, nachdem man Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, nochmal, was war das? Eine Säule, eine Pflicht oder nichts von beiden? Eine Säule, richtig. Takbiratul Ihram, du sagst Allahu Akbar, dann bist du im Gebet drinnen mit dieser Säule, die du ausgesprochen hast, das Sagen von Allahu Akbar. Jetzt, unmittelbar danach, kommt Dua al-Istiftah, liebe Geschwister. Und hier gibt es verschiedene Überlieferungen. Das heißt, von der Sunna ist auch schön, dass du variierst, dass du mal das sagst und jenes sagst. Es gibt viele von diesen Dua, die man sprechen kann, liebe Geschwister. Einer, der authentisch überliefert wurde bei At-Tirmidhi und Ibn Majah, rahmatullah alayhima, ist Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ich wiederhole. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Das bedeutet, Preis sei dir, O Allah, und Lob sei dir,
gesegnet sei dein Name und hoch erhaben ist deine Gewaltigkeit und es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer dir. Und somit fängt ein Muslim das Gebet an, weil wen betet er an? Er betet Allah subhanahu wa ta'ala, den König aller Könige an, den Majestätischen, demjenigen, dem die gesamte Welt und mehr als dieses gehört, liebe Geschwister. So eröffnet der Muslim das Dua und er ehrt und er lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala und macht ihn gewaltig, weil er weiß, wen er anbetet. Denn ein Muslim, er wirft sich vor niemand anderem nieder, außer vor seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, für den man bereit ist, alles zu tun in diesem Leben. Denn man weiß, was Allah azza wa jal für eine gewaltige Barmherzigkeit besitzt. Und wäre diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala nicht da, dann würde er uns alle vernichten. Aber nein, Allah azza wa jal, er wird seine gläubigen Diener belohnen und er wird die Kuffar hart bestrafen. Möge Allah azza wa jal uns weit von den Kuffar entfernen. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Das ist eine Art, die man machen kann. Es gibt eine andere Art. Allahu Akbar kabiran, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Ihr seht, ihr kennt das. Nein, nochmal. Allahu Akbar kabiran, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة wa asila. Das ist auch ebenfalls eine Möglichkeit. Niemand hat die Größe Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nichts und niemanden, der größer ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn im Adhan gesagt wird, Allahu Akbar, dann heißt das, niemand besitzt jetzt das Recht, dass du dich mit ihm beschäftigst, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran und viel Hamd. Hamd ist nicht nur Dank, sondern auch Lob, liebe Geschwister. Denn gedankt wird auch den Menschen. Wenn ein Mensch dir was Gutes tut, dann dankst du ihm. Aber diese Kombination aus Dank und Lob ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Hamd im Arabischen, du darfst niemals dieses für einen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala machen. Das ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Alhamdulillah kathiran, viel Lob und viel Dank. Wa subhanallahi bukratan wa asilan. Subhanallah heißt, preis sei Allah. Bukratan heißt, morgens und abends. Alhamdulillah rabbil alamin. Das ist erstmal der Dua, al-istiftah, der Eröffnungsdua. Damit fängt der Muslim an. Das ist eine Sunna. Und wir haben das gesagt, liebe Geschwister, wenn man manchmal hinter einem Jet-Imam betet, also einem Imam, der sehr schnell betet, weil er es eilig hat, dieser Eröffnungsdua ist eine Sunna. Den könntest du weglassen hier, um die Fatiha zu lesen. Naam. Der Eröffnungsdua, es ist gut, dass du ihn liest und es ist eine Sunna, dass du ihn liest, aber wenn du weißt, dass du hinter einem Imam betest, der schnell betet, dann in diesem Falle könntest du ihn auch weglassen, denn das Weglassen einer Sunna bedeutet nicht, dass du dafür zur Rechenschaft gezogen wirst, aber du kriegst was weniger Lohn. Das ist natürlich auch eine große, große Trauer, wenn man wenig Lohn bekommt, liebe Geschwister. Nach dem Dua al-Istiftah, natürlich, es gibt noch andere, ja, von Abu Huraira auch berichtet, dass er sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idha kabbara fi salat, sakata. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Takbir gesprochen hat im Gebet, dann hat er danach geschwiegen. Er hat nichts mehr gesagt, qabla al-qira'a, bevor er gelesen hat. Faqultu ya Rasulullah, dann sagte ich, o Gesandter Allahs, bi abi anta wa ummi, meine Mutter, mein Vater und meine Mutter seien für dich geopfert. Was bedeutet, dass du hier ruhig bist, nachdem du den Takbir machst? Was hat das zu bedeuten? Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, aqulu Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib. Und dieses Dua, liebe Geschwister, das ist ebenfalls eine authentische Überlieferung, die man auch sagen kann. Natürlich, diese ganzen Überlieferungen stehen auch im Hisn al-Muslim. Wenn ihr unter Eröffnungsdua schaut, unter dem Kapitel Eröffnungsdua, so stehen diese drin verzeichnet, liebe Geschwister. Das ist der Eröffnungsdua. Danach kommt das Zufluchtsuchen vor dem Shaitan. Dann sucht man auch Zuflucht
vor dem Shaitan, indem man sagt, A'udhu billahi minash shaitan rajim, dieses, bevor du anfängst mit dem Lesen der Surah Al-Fatiha, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Wenn du beginnst, den Koran zu rezitieren, dann nehme Zuflucht vor dem Shaitan, Deswegen sagen wir, liebe Geschwister, dieses A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dieses sagt man nur am Anfang ein einziges Mal, nicht in jeder Raka. Man sagt das nur ein einziges Mal, liebe Geschwister. Das ist die zweite Sache von den Sunnah, die wir kennen. Dann, dass man sagt, Bismillah. Bismillah, das Sagen von Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dieses ist auch bestätigt in der Religion. Ebenfalls das Sagen von Amin, Amin. Denn dieses ist auch eine großartige Sache, die viele Leute leider vernachlässigen. Denn es gibt eine authentische Überlieferung bei Al-Bukhari, liebe Geschwister, wenn der Imam Amin sagt und die hinter ihm sind, ebenfalls Amin sagen, und das Amin von den Betenden kommt zur gleichen Zeit wie das Amin von den Engeln, was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Er vergibt uns dann die Sünden. Schaut mal, wegen so einem kleinen Wort, was man gesprochen hat, Amin. Natürlich, es wird bei vielen nicht gemacht, obwohl die Beweise dafür klar sind, dass dieses eine praktizierende Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gewesen ist. Wir rezitieren die Surah Al-Fatiha. Das Rezitieren der Surah Al-Fatiha war was? Eine Säule. Aber eine weitere Surah zu rezitieren nach der Surah Al-Fatiha ist eine beliebte Tat. Das bedeutet, wenn ich mit der Fatiha fertig bin, Walladdalin Amin, dann rezitiere ich eine weitere Surah. Das ist gut. Muss diese eine bestimmte Länge haben? Nein. Kann das eine Ayah sein? Es kann eine Ayah sein. Es gibt keinen Beweis dafür, dass dieses die Länge von der kürzesten Surah haben muss. Und zwar Surah, was ist die kürzeste Surah im Koran? Na? Kauthar. Na, Kauthar. Das ist die kürzeste Surah im Koran. Die hat wie viel Ayat? Na? Drei oder zwei? Alhamdulillah, ich wollte nur wissen, wie sicher du bist. Die hat drei Ayat, natürlich. Surah Al-Kawthar hat drei Ayat. Tayyip, Yusuf, tafadda. Surah Al-Kawthar. Hier kommt mir keiner raus, der nicht Surah Al-Kawthar rezitieren kann. Sehr gut. Was ist Al-Kawthar? Was bedeutet Al-Kawthar? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna a'tainak Al-Kawthar. Wir haben dir Al-Kawthar gegeben. Was bedeutet Al-Kawthar? Kawthar ist dieses Becken vom Propheten. Ja. Ja. Mhm. Hat jeder Prophet ein Becken am Tage der Auferstehung? Na, jeder Prophet hat ein Becken am Tage der Auferstehung, aber das Größte hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Gläubigen werden insha'Allah ta'ala, nachdem sie geprüft werden an diesem gewaltigen Tage, am Tage der Auferstehung, sie werden danach zu diesem Becken gehen, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und aus seinen gesegneten Händen trinken, und dann werden sie nie wieder durstig sein, nachdem sie getrunken haben. Und das ist eine großartige Gnade für diejenigen, die zu den Anhängern gehörten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn es wird Leute geben, sie kommen und wollen klammheimlich trinken von den Händen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet ist dabei, ihnen gerade etwas trinken zu geben. Auf einmal kommen die Engel und ziehen diese Leute nach hinten und tragen sie ins Höllenfeuer. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ummati, meine Umma, meine Leute, meine Anhänger. Sie sagen, die Engel, du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben.
du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben. Was heißt, du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben? Die haben nichts mit deiner Anhängerschaft zu tun. Die haben Bid'a gemacht, die haben sich über dich lustig gemacht, die haben die Religion so genommen, wie sie gerade Lust hatten. All diese Leute werden nichts zu trinken bekommen. Im Gegenteil, die Engel werden sie nehmen. Und nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat, dass diese Leute nach ihm geändert haben, dann sagt er, Suhqan, Suhqan, weg mit ihnen, weg mit ihnen, trag sie hinweg und sie werden, walayyadu billah, in das Höllenfeuer hereingeworfen. Keine wahren Anhänger, denn Anhänger bist du erst, wenn du dein Vorbild, wenn dein Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dann bist du ein Anhänger, ansonsten bist du ein was anderes. Na. Das heißt, liebe Geschwister, auch das Sagen von Amin und eine weitere Sura zu lesen nach Al-Fatiha sind ebenfalls Sunan des Gebetes. Auch wenn man im Rukua ist, in der Verbeugung, was sagt man in der Verbeugung? Subhana Rabbi al-Azim. Was ist das Sagen von Subhana Rabbi al-Azim? Säule, Pflicht oder Sunna? Es ist Pflicht. Es ist eine Pflicht? Bila? Einmal so lange ist Pflicht und du kannst mehr sagen. Aywa? Wo ist denn das her? Na, das Sagen von Subhana Rabbi al-Azim ist eine Pflicht. Auch das Sagen von Subhana Rabbi al-A'la, das ist eine Pflicht. Und wir sagen das dreimal. Das mehr sagen als dreimal, das ist eine beliebte Handlung. Das mehr sagen als dreimal, das ist eine beliebte Handlung, liebe Geschwister. Und das sollten wir machen, inshallah ta'ala. Nicht wenn der Rukua, wenn die Verbeugung lange dauert oder Sujud, dann sagst du und drehst deinen Kopf hin und her, wann ist das endlich fertig, sondern beschäftige dich mit etwas Gutem, indem du das noch mehr wiederholst, denn du wirst dafür belohnt werden, inshallah ta'ala. Dann, liebe Geschwister, haben wir auch im ersten Tashahud das Aufsagen von Nein. Das Sagen von Allahumma salli ala Muhammad, Salawat, auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses ist ebenfalls eine beliebte Handlung. Und auch beliebt ist, dass du im Tashahud generell Dua machst. Du kannst im Tashahud Dua machen. Wenn der Tashahud länger dauert, kannst du dir ebenfalls diese Zeit nutzen, dass du Dua machst, lieber Bruder und liebe Schwester. Das heißt, wir sollen wirklich hier unsere Zeit nicht verschwenden. Erstmal zu diesen Punkten eine Frage und dann machen wir weiter mit den Handlungen Al-Fa'liyah. Fadl. Oder einmal Pflicht? Man sagt das dreimal und die Sunna ist, es noch mehr zu sagen als dreimal. Verdammt. Und ruhig, ja? Wenn wir sagen, Subhana Rabbi al-Azim, dann sagt man das ruhig, so dass man das auch wirklich dreimal. Manche sagen so, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Der hat kein einziges Mal gesagt. Das ist nicht richtig. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Auch das Sagen von Subhana Rabbi al-A'la, wenn man Sujud macht, wenn man die Niederwerfung macht, du siehst manche Leute, der macht den Sujud, der tippt mit seinem Kopf ganz kurz den Boden an und dann geht er wieder hoch. Der hat nicht ein einziges Mal Subhana Rabbi al-A'la gesagt. Das ist nicht richtig hier in diesem Falle, liebe Geschwister. Von der Zeit. Also die zweite Sure. Ja. Gute Frage. Wenn der Imam, der vorbetet, eine lange Sura nach der Sura Al-Fatiha liest, was soll ich machen? In diesem Falle kannst du mehrere Suren hintereinander lesen. Inshallah. Nutz die Zeit auch, dass du das festigst, was du bis dahin gelernt hast. Bi'idhnillah ta'ala. Tfadal, Rashid. Ist das erlaubt in der zweiten Rakat? Dieselben Ayat zu lesen wie in der ersten Raka'a nach der Fatiha? Ist es erlaubt in der zweiten Raka'a dieselben Sura oder Ayat zu lesen wie in der ersten Raka'a nach der Al-Fatiha? Du darfst das machen, inshallah ta'ala. Das ist kein Problem, denn es gab einen Mann zu der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Und er hat immer Qul huwallahu ahad rezitiert und danach eine weitere Surah. Immer Qul huwallahu ahad, dann eine weitere Surah. Die Sahaba haben sich aufgeregt. Die sind zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und die haben gesagt, ja Rasulallah, jedes Mal, wenn er das Gebet anführt, dann liest er Qul huwallahu ahad und dann erst eine andere Surah. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, wieso tust du das? Er sagte, weil ich Allah subhanahu wa ta'ala liebe. Und Qul huwallahu ahad, das ist eine Surah voller Tawhid. Na, voller Tawhid. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich soll dir ausrichten, dass Allah dich liebt. Na, deswegen Qul huwallahu ahad und danach kannst du eine weitere Surah lesen. Kein Problem. Bi'idhnillahi samia'l alim. Aber nicht zweimal Surah al-Fatiha, ja? Wala ad-dallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nicht das schon wieder. Das nicht. Dafür gibt es keinen Beleg. Na, tfadal. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt, auch wenn ich hinter dem Imam bin und er liest jetzt laut, spreche ich dann trotzdem die Basmala oder erst, wenn ich selber rezitiere? Ja, wie ist das, wenn der Imam laut rezitiert? Spreche ich dann die Basmala? Und die, wir haben gesagt, wenn der Imam rezitiert, dann schweigen wir. Bevor er rezitiert. So. Bevor er rezitiert, natürlich. Dann sprichst du das hintereinander auf. Erstmal Dual Istiftah, Eröffnungsdua und dann so weiter, wie wir das erklärt haben. Na, Fadal Abdullah. Kann man die zusätzlichen Bittgebete im Tashahud auch auf Deutsch sprechen? Kann man die zusätzlichen Bittgebete im Tashahud auch auf Deutsch sprechen? Wenn man das Arabische nicht kann, dann kann man sie auf Deutsch sprechen. Aber ich denke, jeder kann sagen, Rabbi Gfirli. Ich denke, jeder kann sagen, Rabbi Urzukni Bihurin Ayn. Ich denke, jeder von euch kann sagen, Rabbi Rahmni, Rabbi Rzukni. Das kann man. Das ist jetzt kein schweres Dua. Aber wenn man nichts kann, inshallah, so haben die Gelehrten das erlaubt, dass man dieses tut. Aber man soll nicht dabei bleiben, sondern man soll das auf Arabisch lernen, inshallah ta'ala, und dann auch auf Arabisch machen, denn das ist gesegneter, dieses in der arabischen Sprache zu tun. Na, verdammt. Erste Frage ist, ich habe nicht verstanden, was im Tashahud, was Sunna war. Im Tashahud, die Sunna ist, dass man sagt, Allahumma salli ala Muhammad. Im ersten Tashahud. Deswegen sagen wir das, und das ist mindestens eine Sunna, manche sehen das sogar als Pflicht. Aber auf jeden Fall, mindestens ist es eine Sunna, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, nachdem ihr die Salawat gesprochen habt, dann sucht ihr Zuflucht vor Jahannam und den Masih al-Dajjal und so weiter und so fort. Das heißt, mindestens ist es bestätigt. Na. Ich hatte Fragen bezüglich die Adhkar im Ruku'a oder im Sujud. Wenn ich das Zusätzliche mache, habe ich die Beschränkung, dass ich eine Wetterzahl einhalten muss, oder? Die Azkar, welche Azkar? Zum Beispiel Subhana Rabbi al-A'la. Muss ich eine Witterzahl? Nein, du kannst ab 3 hinauf, das ist beliebt, das zu tun, inshallah ta'ala. Bitte eine Sache beachten. Weder im Ruku' in der Verbeugung, noch in der Niederwerfung darf man was tun. Was darf man nicht tun? Weder in der Verbeugung noch in der Niederwerfung. Ahmed. Koran rezitieren, das ist verboten. Es gibt Leute, die rezitieren. In der Niederwerfung rezitieren sie Koran. Taib, okay, jetzt zum Beispiel, wir wissen, es gibt einen schönen Dua, auch aus dem Koran, dass wir sagen, La tu'akhidna in nasina au akhtana. Das ist Koran, richtig? Aber das ist auch gleichzeitig was? Ein Dua. Wie können wir das machen, dass wir, weil die besten Dua sind wo drin? Im Koran, weil Allah sie uns vorgegeben hat. Das sind die Dua, die Propheten gesprochen haben. Ich meine, die haben ja diese Offenbarung bekommen und dann haben sie daraufhin die Dua gesagt. Das heißt, das sind die besten Adria, die du überhaupt machen kannst. Was kannst du machen? Du kannst das umwandeln. Wenn zum Beispiel steht in der Ayah im Koran, La tu'akhidna in nasina wa akhtana, dann machst du dir das einzahl. La tu'akhidni in nasina wa akhtana. Dann hast du das hier umgewandelt und trotzdem hast du das beste Dua gesprochen. Na, wieso Hitler?
Ja. Machst du ihn? Nein. Okay. Ich habe gehört, man darf, man kann so die Fatiha auch laut rezitieren, anstatt leise flüstern. Laut rezitieren zu Al-Fatiha? Ja, im Maghrib-Gebet. In welchem Gebet? Im Maghrib-Gebet? Im lauten Gebet? Ja. Wer rezitiert laut? Wenn ich allein im Maghrib bete. Wenn du allein, natürlich rezitierst du laut. Nein, ich allein bete, ohne niemanden. Ja, sag ich schon. Na klar, rezitierst du laut. Bei Maghrib, bei Isha und bei Fajr rezitierst du laut. Wir haben ja gelernt, das Salen der Surah Al-Fatiha ist ja eine Säule. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn jetzt der Imam im Maghrib-Gebet vorbetet und er die Surah Al-Fatiha laut liest, lesen wir, brauchen wir sie jetzt nicht leise für uns selber mitlesen, weil, aber es ist ja eine Säule. Das heißt, der Vorbeter betet vor und ich muss die Surah Al-Fatiha nicht lesen. Wenn der Vorbeter vorbetet in einem lauten Gebet und er liest die Surah Al-Fatiha, dann ist es so, dass nach einem Teil der Gelehrten du das nicht hinter ihm rezitieren musst, weil die Lesung des Imam ausreichend ist für dich. Na? Na, inshallah. Und eine kurze Frage, im Ruku, wenn man fertig das Sadaqa, das Gedenken an Allah gemacht hat, kann man dann sagen, Subhanakallahumma und Afan. Habe ich das richtig gesagt? Du bist nicht genau. Ernst? Ja, ob man sagen kann, Subhanakallahumma wa bihamdik, atabarakta summa kawata ala jaruka wa la ilaha illa ghairuka. Ist das okay, dass ich das im Rukur sage? So nicht, aber sonst ja. Okay. Also, Subhanaka, Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. So kannst du das sagen, inshallah ta'ala. So ist es richtig, بإذن الله السميع العليم. تفضل. وتعالى جدك. Was haben wir gesagt? وتعالى جدك. Erhaben ist. Der Majestätische? Nein. تعالى. Ta'ala bedeutet erhaben. Erhaben. Wenn wir sagen Allahu Ta'ala, Allah der Erhabene. Na, das bedeutet, dass wir hier die Gewaltigkeit seiner Erhabenheit rühmen. Die Gewaltigkeit seiner Erhabenheit von diesem großartigen Dua. Und das ist natürlich eine Gewaltigkeit, die man hier Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine zuschreibt. Na. Na. Taib, nur noch diese drei Fragen, weil wir müssen weitermachen. Wenn der Imam nicht Amin sagt, sagen die anderen dann auch nicht Amin? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn der Imam, der vorbetet, nicht Amin sagt, sagen die anderen hinter ihm auch nicht Amin. Sie folgen dem Imam, aber sie sagen für sich leise Amin. Okay? Aber nicht laut. Na? Das ist schade, dass das viele nicht machen, das Sagen von Amin, aber so ist das halt. Na, tfadl. Kannst du nochmal erklären, was ein Tashahud ist? Was ist ein Tashahud? Das ist, wenn du nach der zweiten Raka sitzt. Dieses im Sitzen zu verweilen, das ist der Tashahud. Und hier sprichst du At-Tahiyyatu Lillah und so weiter und Allahumma salli ala Muhammad. Na, das ist der Tashahud. Dann machen wir weiter, liebe Geschwister, mit Sunan. Fa'liya, mit den Handlungen, mit der Tat. Und dazu gehört das Heben der Hände beim Sagen von Allahu Akbar. Dass man die Hände hebt, während man Allahu Akbar sagt, das gehört zu den Sunnah. Aber diese Tat nicht vernachlässigen, denn es gibt gewaltige Belohnung dafür, liebe Geschwister. Nochmal, wenn man sagt Allahu Akbar, dass man jeweils die Hände dabei mit hochhebt. Na, wir sehen das, leider machen viele Leute das nicht, das ist sehr, sehr schade. Auch das Legen von der rechten Hand auf die linke Hand, auf die Brust, das ist die Sunnah. Bedeutet so, dass man entweder die Hände so macht, liebe Geschwister, das ist eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit, du umgreifst deine Arme und machst so. Das nennt man Qabda. Entweder so oder so. Die rechte auf die linke. Und dann legst du sie, auch wenn du hier hin bist, das ist kein Problem, inshallah ta'ala. Hauptsächlich, dass du sie so hinlegst oder Qabda. Aber nicht diese Sache mit den drei Fingern, so, so,
Das ist nicht überliefert worden. Manche haben eine Kombination aus beiden gemacht, aber ohne Beweis. Na? Deswegen entweder Qabda, dass du richtig umgreifst, oder du machst die Sache so. Das ist von der Sunna überliefert worden. Das ist von der Sunna überliefert worden. Und du tust die Hände auf die Brust. Liebe Geschwister, wir sehen viele Leute, die tun die Hände. Ich will das gar nicht aussprechen, aber ihr wisst, wo die Hände sind. Bei manchen Leuten. Viel zu tief. Die Sache ist so, es gibt tatsächlich eine Überlieferung von Ali radiallahu anhu, dass er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hände unter dem Bauchnabel platziert hat. Diese Überlieferung, so sagt Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, die Hadith-Gelehrten haben sich darauf geeinigt, dass diese da'if ist. Diese ist da'if, schwach und deswegen nicht zu berücksichtigen. Die meisten Gelehrten sagen, man tut das hierhin. Hierhin. Das bedeutet zwischen der Brust und dem Bauchnabel. Das war auch eine Ansicht von Imam Ahmad rahmatullah alayh. Aber was authentisch überliefert ist, mit Beweisen ist, dass man das auf die Brust tut. Das ist authentisch überliefert. Das bedeutet Hadithe, die authentisch überliefert worden sind. Das sind die Hadithe, die für uns ausschlaggebend sind. Und deswegen tun wir die rechte auf die linke Hand, auf die Brust. Das ist bei den Männern so und das ist bei den Frauen so. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden, wie sie im Gebet ihre Handlung vollziehen, liebe Geschwister. Auch zu den Sunnan gehört es, dass man, während man betet, worauf schaut? Auf die Sujud-Stelle. Auf die Stelle des Sujud. Du betest und während du betest, schaust du da drauf. Natürlich, manch einer sagt dann, darf ich nicht meine Augen verschließen? Normalerweise die Sunna ist, dass man schaut. Sogar als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith bei Al-Hakim und Sahih nach Sheikh Al-Albani, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal direkt vor der Kaaba gebetet hat. Weil manche sagen dir, nein, wenn man vor der Kaaba betet, dann schaust du was an? Die Kaaba, sagen sie dir. Denn das ist eine besondere Belohnung, das Schauen auf die Kaaba. Das stimmt erstmal nicht und die Überlieferungen dazu sind nicht authentisch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie bei Al-Hakim berichtet wurde, er betete direkt vor die Kaaba und schaute auf die Niederwerfungsstelle. Das heißt, wir schauen auf die Niederwerfungsstelle. Darf ich nicht meine Augen verschließen? Wenn es deine Konzentration fördert und du um dich Menschen herum hast, die dich ablenken, wenn du um dich schaust, dann schließe deine Augen. Aber die meisten Gelehrten sehen das als Makruh an, als unbeliebt. Außer manche Gelehrte sagen, wenn es einen Grund dafür gibt, dann ist das nicht unbeliebt. Dann ist das gut sogar und du hast eine gute Tat gemacht. Wann meinen Sie, in welcher Situation, wenn man? Verflucht ist. Bitte? Verflucht ist. Man wird gerade und mit Lautstärke hat ja nichts damit zu tun. Lautstärke hat jetzt nichts mit den Augen zu tun. Wenn man sich nicht konzentrieren kann. Wenn vor einem viel was? Die Leute. Ja. Ich gebe ein Beispiel. Ihr betet draußen, okay? Auf der Raststätte. Und vor euch laufen links und rechts Menschen und so. Natürlich, das stört. Und was passiert automatisch? Man lässt seinen Blick schweifen. Und das wollen wir genau nicht tun. Deswegen hier in diesem Fall kannst du deine Augen schließen, inshallah ta'ala, wenn das deine Konzentration erhöht. Aber das Beste ist, dass man auf die Niederwerfungsstelle schaut. Wallahu ta'ala ala wa ala. Dann, liebe Geschwister, wenn der Imam sagt Allahu Akbar, dann gehen wir zurück. Und bevor wir hochgehen in den Qiyam, in das Stehen, verzögern wir das Sitzen. Das bedeutet 2-3 Sekunden länger. Das Sitzen, etwas verzögern, das gehört auch zu der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ist jedem klar, was ich gerade meinte? Nein. Tayyib, Yusuf, ta. Mabdak Ajib? Ich hab mich schon kaputt gemacht. Du bist berühmt geworden, du bist im Video. Mach's mal. Soll ich ihn aufnehmen? Nein, okay, sitz mal. Soll ich ihn aufnehmen? Umdrehen. Und lass diesmal eine breite Hose. So, wenn du Heiratsangebote bekommst, ich kann nichts dafür. Ja? Direkt E-Mail bitte an Yusuf. Wie alt bist du? Bist du schon 13? Nein, 12. 12, nee, dann lass. Schade. Nein, film das mal bitte, Ahmed. So, das bedeutet, wenn der Tashahud fertig ist, normalerweise steht er jetzt auf. Okay, mach mal nochmal Sujud. So. Okay. Jetzt kommt zurück.
und jetzt aufstehen. Habt ihr gemerkt? Er hat das Sitzen verzögert. Okay? Das heißt nicht sofort hoch. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, wo man nicht das sieht, was man nicht sehen sollte. Ja. Okay. Richtig. Das ist die Verzögerung, die... Guck mal. Dann, von den Sunan ist es auch, dass man die Knie mit, bei der Verbeugung mit ausgespreizten Fingern umgreift. Die Knie bei der Verbeugung im Rukua mit ausgespreizten Fingern die Knie umgreift, liebe Geschwister. Und auch eine von den Sunan ist, wenn du den Taslim sprichst, wir sagen ja erstmal auf der rechten Seite Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und das sagen Assalamu alaikum wa rahmatullah auf der rechten Seite ist was? Eine Pflicht, eine Säule oder nichts von? Bei dem Rashid. Eine Säule. Eine Säule. Auf rechte Seite ist eine Säule und auf die linke Seite ist eine Sunna. Deswegen die linke Seite nicht vernachlässigen. Das sagen ist eine Sunna. Und damit, Alhamdulillah Rabbil Alameen, haben wir die Sunan auch beendet. Es gibt natürlich mehrere Sunan, aber die habe ich schon mit erklärt, als wir die Säulen auch gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Lohn dafür schreiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Inshallah ta'ala. Die Schwestern können ihre Fragen aufschreiben. Nein. Soll ich anders nachschlagen? Ich habe gehört, dass wenn man während des Gebets auf den Boden guckt und auch mal in die Augen schaut, also dass das dann ist, als würde man auch mal in die Augen schauen. Nein, das stimmt nicht. Subhanallah, das ist sogar eine gewaltige Aussage. Derjenige, der so etwas sagt, der Bruder sagt, er hat gehört, dass wenn man auf die Niederwerfungsstelle schaut, dass es so, als ob man auf die Augen von Allah subhanahu wa ta'ala schaut. Das ist ein Verbrechen, so eine Aussage zu machen, denn Allah subhanahu wa ta'ala, wo ist er hier unter uns? A'udhu billah. Auf dem Boden? Möge Allah uns bewahren. Allah azza wa jal ist außerhalb der Schöpfung. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, La tudrikhu al-abisar. Blicke können ihn nicht erfassen. Das heißt, wen können wir nicht erfassen? Mit unseren Blicken? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Allah, er erfasst alle Blicke. Deswegen, Salim, derjenige, der dir das erzählt hat, der soll Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, so etwas zu erzählen. Das ist das Problem in der heutigen Zeit. Jeder macht ein Lagerfeuer mit Sausage und Sujuk und dann erzählt man, was man halt so schon immer erzählen wollte. Ja, aber das ist Religion. Und wenn man über Religion redet, darf man das nur tun, wenn man Wissen hat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das war jetzt nicht Kritik an dich, ja Salim, derjenige, der dir das gesagt hat. Nein, warte. Und wer hat sowas erzählt? Ein Bruder meinte mir, er sagt, es gibt eine Balik-Form davon. Der war auch beim Lagerfeuer dabei. Der Bruder sagt, es gibt einen, der hat erzählt, A'udhu Billah, möge Allah uns bewahren, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit herabgelassenen Händen gebetet hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das verboten in einer Überlieferung bei Abu Dawud und Ibn Khuzaymah, dass man so betet mit herabgelassenen Händen. Denn es heißt ja in einer Überlieferung bei Al-Bukhari heißt es in einer Überlieferung, die Sunna der Mursalin, der Gesandten ist, das Tun von der Rechten auf die... Ja, wie kann man dann herabhängend beten? Ich habe auch in Mekka gesehen, live in Mekka gebeten. Habibi, lass mich mit Mekka in Ruhe. Denkst du, alles in Mekka? Das ist egal. Das geht nicht darum, was man in Mekka macht. Oder das sind nicht unsere Beweise. Unsere Beweise sind Koran und Sunna. Wenn eine Person auch auf der Kaaba was Komisches macht, nehmen wir von ihm? Nein. Also, das ist die Sache. Unsere Religion ist von Koran und Sunna. Alles andere interessiert uns nicht. Das, was du gesagt hast, die schreiben das Imam Malik zu. Erstmal, selbst wenn Imam Malik das gemacht hätte, ist Imam Malik unser Maßstab in der Religion Nummer 1. Er war ein geehrter Gelehrter und so weiter und so fort, aber der Prophet sallam sagte, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt und nicht betet so, wie ihr Imam Malik gesehen habt. Noch dazu, das ist eine Lüge über Imam Malik. Imam Malik, rahimullah ta'ala, er hat selber in seinem Werk Al-Muwatta,
Das ist ein Werk von Imam Malik. Das war eines der ersten Hadith-Werke. Er hat selber diese Überlieferung erwähnt, dass die Sunna der Mursalin, der Gesandten, ist, die Rechte auf die Linke zu tun. Wie kann er das dann gemacht haben? Das hat er nur mal gemacht, als er so schwer misshandelt wurde von diesen Verbrechern, dass er nicht die Kraft hatte, seine Hände zu heben. Deswegen hat er das gemacht. Aber Imam Malik selber hat das in seinem Hadith-Werk erwähnt, diese Überlieferung. Wie kann er dann etwas anderes tun, wo er doch das selber in seiner Überlieferung erwähnt hat? Na, das ist die Sache. Deswegen, so beten die Leute von, die sagen, sie sind Anhänger von Imam Malik. Und das ist das Problem, wenn du die Religion nicht richtig verstanden hast, dass du einer Person folgst. Wir folgen nicht einer Person. Wir folgen dem, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt und dem reinsten aller Geschöpfe, der fehlerfrei war. Und das ist nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik selber, Imam Malik, radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala, er saß vor der Rauda. Wo ist die Rauda? In Masjid al-Nabawi, in Medina. Und dann hat er einen Unterricht gehalten. Dann sagte er selber, Imam Malik, rahimullah ta'ala, er sagte, von jedem von uns kann genommen und gelassen werden, außer von ihm. Und er zeigte dort auf das Grab von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also was sagt Imam Malik, rahimullah ta'ala? Folgt mir oder folgt wem? Folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das stimmt überhaupt nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gebetet hat. Naam, wallahu ta'ala ala wa ala. Tfadal akhi. Aber wie ist das mit den Schiiten, wenn die mit offenen Händen beten? Die Schiiten, die haben sowieso eine andere Religion als wir. Die Schiiten haben eine andere Religion als wir. Die Schia gab es nicht zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Imam Malik rahimullah ta'ala sagte, was damals Religion war, ist auch heute Religion. Und was damals keine Religion war, kann heute auch keine Religion sein. Deswegen diese ganzen Sekten, die du siehst, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, diese Leute, achi, die waren damals keine Religion und für uns sind sie auch heute keine Religion. Gab es in der Zeit von den Sahaba Ahbash? Hätte Omar die gesehen? Oh. Und dann nennen sie ihre Moschee noch Omar ibn al-Khattab Moschee. Wallahi, wenn Omar die gesehen hätte, Allahu alam, was er mit ihnen gemacht hätte. Na'am. Gab es in der Zeit Hizb al-Tahrir? Ja? Gibt es ein Hadith, folgt Hizb al-Tahrir? Ja. Gab es in dieser Zeit, die Leute gab es alle nicht. Es gab die nicht. Aber, subhanallah, in den letzten Jahren hast du gesehen, wie sie sich etabliert haben. Jama'at al-Tabligh, Hizb al-Tahrir und so weiter und so fort. Die sind alle so in den letzten Jahren entstanden. Aber schaut mal, das ist das richtige Verständnis. Dass wenn wir sagen, was damals Religion war, ist auch heute Religion. Aber was damals keine Religion war, ist heute auch keine Religion. Sheikh al-Arifi, rahimullah ta'ala, der war einmal eingeladen zu einer Diskussion, zwischen den Schiiten und den Sunniten. Und dann kam er relativ spät. Die Sendung hat schon angefangen. Und er hatte seine Schuhe unter den Achselhöhlen. Und er hielt sie ganz fest. Und er kam rein in das Studio. Dann wurde er gefragt, warum hast du so lange gebraucht? Er sagte, ja, ich wollte meine Schuhe unbedingt mitnehmen, denn ich habe Angst. Denn in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben die Schiiten immer die Schuhe geklaut in der Moschee. Dann sagte einer der Schiiten, in der Zeit des Propheten gab es die Schiiten nicht. Er sagt, ach so, dann hat sich die Diskussion beendet. Und er ist gegangen. Verstehst du jemanden, der Wissen hat, Achim? Wenn es euch damals nicht gab. Der hat selber bestätigt. Da gab es die nicht, sagt er noch, hochlaut. Der hat gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Ja, was damals nicht war, ist heute auch keine Religion. Wer das versteht, versteht das. Wer das nicht versteht, der macht die Türen für alle Sekten auf heutzutage. Ich meine, diese Leute, ja, die heute entstanden sind, heute meine ich 20, 30, 50, lass von mir aus 200 Jahre sein. Das ist keine Zeit. Diese Leute behaupten, dass sie schon immer auf der Wahrheit waren. Subhanallah al-Azim, wo wart ihr damals? Wer hat euch bestätigt? Glaubt ihr, die Sahaba haben vergessen, Dawah zu machen und vergessen, den richtigen Weg zu erklären? Nein, sie haben alles erklärt, was man erklären musste von der Religion. Und deswegen, diese Leute bringen dir auf einmal nach 1400 Jahren etwas Neues mit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nein. Tfadal Abdullah. Wenn man in einer Gemeinschaft betet, hinter dem Imam, und man selber vergisst zum Beispiel eine Pflicht, die man aussprechen muss. Ja. Macht man dann
trotzdem die Vergesslichkeit niederwerfen, obwohl der Imam mit Tazim abschließt? Na, der Bruder stellt eine gute Frage. Wenn man jetzt hinter dem Imam steht und man vergisst eine Pflichthandlung zu tun, wie reagiert man hier? Was muss man hier tun? Erstmal, der Imam ist für dich da, damit er vorbetet. Was er richtig macht, ist auch für dich richtig. Was er falsch macht, ist gegen ihn und für dich. Das bedeutet, alles, was du versäumst hinter dem Imam an Handlung, jetzt, wir reden natürlich nicht absichtlich, ja? Wie zum Beispiel, du hast so eine Pflicht vergessen, der Imam trägt das für dich und damit ist dein Gebet in Ordnung. Das ist seine Stellung und deswegen hat er viel Verantwortung, aber er bekommt auch viel Lohn, inshallah ta'ala. Na, fadal bitte. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich im Gebet bin und ich sehe, der Imam, sein Aura würde gesehen. Na. Dann sagt man auf Arabisch, Khatwe al-Aura. Aber was, wenn er kein Arabisch versteht? Darf ich auf Deutsch sein? Na, wenn der Imam vorbetet und ich sehe, die Aura vom Imam hat sich entblößt. Also, das ist eine Frage, wie sowas geht überhaupt. Das ist eine Frage, wie sowas geht. So eine Person sollte ehrlich gesagt nicht vorbeten. Ganz im Ernst. Weil, ich meine, man muss verstehen, vor wem man betet. Ja? Du stehst nicht gerade vor irgendjemand, sondern du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, schau dir auch eine Person an, wie er angezogen ist. Sonst lass ihn nicht vorbeten. Auch wenn er den Koran auswendig kann. Aber schon so ein T-Shirt hat, ja, das zeigt schon halb seinen Bauchnabel. Dann ist klar, wo der Rest enden wird. Deswegen, der wird dich falsch im Gebet leiten. Bedeutet, wenn er vorbetet, nehmen wir mal an, aber es ist jetzt passiert, und seine Aura hat sich entblößt, dann sagt man, Rattil Aura. Bedeutet, bedecke die Aura. Wenn er kein Arabisch versteht, natürlich, dann kannst du ihm das tausendmal sagen und er weiß nicht, was du von ihm willst. Du sagst ihm erstmal, bedecke die Aura. Wenn er nicht macht, dann hilfst du ihm. Wenn er das wieder nicht macht, dann verlässt du das Gebet, weil das Gebet ungültig ist. Das Gebet ist ungültig, weil er als Imam trägt die Verantwortung des Gebets. Okay? Das bedeutet, wenn die Aura nicht bedeckt ist, dann ist das Gebet, was haben wir gelernt? Aura ist eine Vorbedingung. Na, tada. Wenn ich jetzt nach dem zweiten Sujud dieses kurz sitzen bleibe und wieder aufstehen, das ist eine Sunna. Das ist eine Sunna. Das heißt, man kann sie auch theoretisch gesehen auslassen. Jetzt, weil manchmal verwirrt es die anderen, die neben mir beten. Jetzt, wenn ich in bestimmten Moscheen bete, ich weiß nicht. Mach das, schade. Mach das. Du verwirrst niemanden. Na. Tada. Takbirat al-Ihram. Macht man so bis zum Ohren oder Ohren berühren gleich oder ich weiß nicht genau. Also ich sehe. Du meinst wegen das hier, meinst du? Ja, Takbirat al-Ihram. Ach so, du meinst, wenn man Takbirat al-Ihram macht? Nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat entweder in die Höhe der Schultern gemacht, den Takbirat al-Ihram, das bedeutet so, oder in die Höhe der Ohren, aber nicht mit anfassen. Nicht mit anfassen. Na, das ist nicht authentisch überliefert. Na, was ist bezüglich Sami Allahu liman hamida im Gemeinschaftsgebet? Wenn der Imam sagt Sami Allahu liman hamida, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sagt Rabbana wa lakal hamd. Dann sagt Rabbana wa lakal hamd. Okay? Manche haben gesagt, okay, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt Rabbana wa lakal hamd, das heißt nicht, dass wir auch nicht sagen Sami Allahu liman hamida. Das ist ein Ikhtilaf hier, der keine große Bedeutung hat. Na. Darf ich aufstehen und gehen? Beten in der Tat. Okay. Habt ihr noch Fragen zu diesem Thema? Tfadl. Du sagtest ja vorhin, dass wir die Hand, zum Beispiel die Finger, zum Beispiel jetzt nicht diese Bewegung. Ja, genau, richtig. Nicht diese Drei-Finger-Position. Genau. Da. Ja. Darf man das allgemein gesehen? Nein, es gibt keinen Beweis dafür. Manche Gelehrte haben zwischen dem und dem kombiniert, sozusagen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir mit drei Fingern. Es gibt keinen Beweis dafür. Es ist nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn es nicht die Sunna ist, dann machen wir das nicht. Na? Weil wir den Propheten Muhammad
folgen müssen bei dem Gebet. Dann mache ich schnell die Fragen von den Schwestern, inshallah ta'ala. Wenn ich zum Gemeinschaftsgebet, zum Beispiel in der vierten Raka'a komme, nach dem Rukua, ich müsste ja die vier Raka'a beten, weil ich nach dem Rukua gekommen bin, soll ich trotzdem mit der Gemeinschaft beten, auch wenn das Gebet fast zu Ende ist, oder soll ich allein? Nein, du betest mit der Gemeinschaft, damit du den Lohn von der Gemeinschaft bekommst, inshallah ta'ala. Was ist das hier? Kidi Po Ruko Ostania Raka. Ich denke, das gehört nicht dazu. Ja. Manche geben mir einmal Einkaufszettel. Ich gucke. Gurke, Tomate. Du sagtest vorhin, dass wenn man eine Sunna weglässt, weniger Lohn bekommt. Ich erinnere mich, es damals hier anders gelernt zu haben. Und zwar, dass es nichts ausmacht, wenn man eine Sunna auslässt, allerdings zusätzlich Lohn bekommt, wenn man tut, also. Nee, das wurde missverstanden. Also, wenn man eine Sunna auslässt, das macht nichts, das bedeutet, du bekommst keine Strafe dafür. Aber natürlich, du bekommst keine Strafe, du wirst nicht zur Rechenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala gezogen. Anders ist bei einer Säule oder bei einer Pflicht. Aber natürlich bekommst du weniger Lohn. Eine Person, der eine Sunna macht, hat er denselben Lohn wie eine Person, der keine Sunna macht. Und ist es bei den Wajibat der Fall, dass wenn man weniger Lohn erhält, wenn man diese auslässt, bitte kläre es auf, bin verwirrt. Nee, nochmal, wie gesagt. Also, wenn man auch eine Sunna weglässt, so wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen. Vielleicht habe ich das schnell erklärt und daher ist das ein bisschen untergekommen. Du wirst nicht zur Rechenschaft gezogen bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber natürlich bekommst du weniger Lohn. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen den maximalen Lohn haben. Und ist es bei den Wajibat der Fall, dass wenn man weniger Lohn erhält, wenn man diese auslässt? Also bezüglich der Wajibat, der Pflichten, so musst du diese tun. Wenn du sie aber aus Vergesslichkeit vergisst, dann machst du den Sujudus Sahu, damit du das wieder korrigierst, dein Gebet. Das ist bei den Sunnan nicht der Fall. Bei den Pflichten, wenn du eine Pflicht vergisst, wenn du eine Pflicht unabsichtlich vergisst, dann machst du den Sujud Assahu, was bei der Sunna nicht der Fall ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und daran sieht man, dass es Unterschiede gibt zwischen den beiden Sachen. Wenn man hinter dem Imam betet, man bzw. wie folgt man ihm, ohne ihm zuvorzukommen? Na, derjenige, der ihm zuvorkommt, dem Imam, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wollt ihr, dass Allah aus euren Köpfen Eselsköpfe macht? Eselsköpfe, das sind diejenigen, die kommen dem Imam zuvor. Das heißt, bevor der Imam was gemacht hat, sind sie schon vor ihm. Entweder gehen sie schneller als ihm in den Sujud, oder in den Rukua, oder die machen Taslim schneller als der Imam. Dieses trifft auf diese Leute zu, die ich gerade genannt habe. Wenn er beispielsweise Allahu Akbar spricht und in den Rukua geht, kann ich auch, ja, du gehst erst in den Rukua, nachdem er in den Rukua gegangen ist. Und wenn du stehst und er sagt Allahu Akbar, dann gehst du erst in den Sujud, wenn er sich in den Sujud befindet. Wallahu ta'ala ala wa'an. Ist es richtig, dass der Imam den Takbir spricht, wenn er zum Beispiel schon beim Rukur runtergeht? Oder wie ist es, da ich es ja nicht sehen kann, muss ich fragen, damit ich es richtig mache, inshallah. Kein Problem, bi'idhnillah ta'ala. Wenn der Imam sagt Allahu Akbar, das ist unterschiedlich. Manche sagen Allahu Akbar, dann führen sie die Bewegung aus. Manche sagen Allahu Akbar während der Bewegung und manche sagen Allahu Akbar, wenn sie die Tat vollendet haben, dann sagen sie Allahu Akbar. Auf jeden Fall, das mittlere Maß ist, wenn er dabei ist, die Handlung zu machen, sagt er Allahu Akbar, dann wartest du eine kleine Dauer und dann führst du das aus, die Bewegung. Wallahu ta'ala. Was ist der Unterschied zwischen Sunnah und Mustahab? Jazakallah khair. Wayaki, der Unterschied zwischen Sunnah und Mustahab, wenn wir sagen, eine Tat ist von der Sunnah, dann kann es auch eine Pflichttat sein. Wenn wir sagen zum Beispiel, der Bad ist von der Sunnah, das heißt, die Beweise für den Bad sind wo zu finden? In der Sunnah. Das bedeutet aber nicht, dass es jetzt eine beliebte Tat ist. Wenn wir sagen die Sunnah, dann meinen wir alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, getan und entschieden hat und nach den Hadith-Gelehrten stillschweigend geduldet hat. Das ist die Sunnah. Aber in den Sunnahn gibt es verschiedene Urteile. Es gibt Urteile, die sind Pflicht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel die Seide für die Männer in der Umma verboten hat. Das ist aus der Sunnah. Dieses Verbot ist nicht im Koran, sondern in der Sunna vorhanden und deswegen gibt es verschiedene Urteile. Unter anderem ist ein Urteil auch Mustahab.
aus der Sunna. Wallahu ta'ala ala wa. Wenn ich bete und eine Schwester vorne vorbeiläuft, ist mein Gebet ungültig? Ja, nicht. Du bist zum Beispiel eine Frau, du bist eine Frau und dann läuft eine Frau durch deine Sutra. Dein Gebet ist ungültig. Dein Gebet ist ungültig. Auch wenn die Frau bei der Frau vorbeiläuft. Nein, dein Gebet ist, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn eine Frau, das bedeutet, die menstruierend ist, oder was durchläuft? Ein schwarzer Hund, ein Esel. Ein schwarzer Hund oder ein Esel. Die drei Sachen haben nichts miteinander zu tun, ja. Nicht, dass man denkt, ja, warum hat der Prophet das mit der Frau zusammen aufgezählt und hier und da, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das waren Dinge, die aufgezählt wurden. Wenn eine Frau durchläuft, auch bei einer anderen Frau, so ist das Gebet ungültig. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Denn es gibt ja einen Hadith darüber, oder ist es nur bei den Männern so? Nein, das war nicht bei den Männern so. Das ist bei den Männern und bei den Frauen so. Weil ein Hadith bleibt so lange allgemein, bis wir eine spezielle andere Bedeutung von diesem Hadith haben. Deswegen, wenn eine Frau, die geschlechtsreif ist, nicht ein kleines Mädchen, eine Frau, die geschlechtsreif ist, auch bei einer Schwester durch die Sutra läuft, dann ist das Gebet ungültig. Wallahu ta'ala ala wa. Barakallahu fikum wa jazakum nach khairan.